ich fast hier in unserem Turnraum schlafe, im Ballet-Ensemble Center Pontal. Ja, nicht so ganz, gell? Was steht denn heute Morgen auf dem Programm? Als erstes nach wie vor mein Lieblingsaufruf oder unser Lieblingsaufruf. Wir sind ja immerhin bei 714. Das heißt, es gibt noch ein bisschen was zu tun, bis wir die Tausender-Marke knacken auf YouTube. Für die Intervallfit 30 Minuten kurz und knackig, für alle da draußen, die schon fit sind und auch schon uns schreiben. Wir haben eine Cardio-Übung, 60 Sekunden, also eine lange Minute, da kommen wir auch auf ganz schön ein paar Wiederholungen. Dann mache ich zwei Übungen a 45 Sekunden und dann eine sogenannte isometrische Haltekraftübung, wo du quasi 30 Sekunden in einer gewissen Position bleibst, fast wie eingefroren, wie starr. Diese gesamte Kombination machen wir zwei Runden und danach gibt es eine kurze Trinkpause und einfach mal kurz so ein bisschen lockern und wieder überlegen, wo tut dein Körper heute nicht weh? Ja, für alle, die gestern Abend mit mir Limitless und Winterfit gemacht haben, ja, zwei knackige Einheiten, danach hat mir meine Jury auch gesagt, Susan, du hast einen Schwung gemacht anstatt 45 Minuten, aber alle waren so gut dabei, also zu Wort ist es halt ein bisschen länger geworden. Jetzt starten wir mit dem Warmzappeln. Happy Wake Up. Alle, die da sind, einmal kurz schreiben, damit ich auch weiß, mein Adlerauge sieht später alles. Und wir starten gemeinsam mit unserer Warmzappelaktivierung. Und ihr könnt heute meiner charmanten Kollegin der Sava schreiben. Ja. Wie ist es mit Mikro? Starte mal entspannt mit einem Rückreis in deiner Schulter. Und ich habe zwar nicht den ersten Satz, wie der intensive Highlights gemacht. Und die Dürfte dich heute Morgen gerne fordern. Gib mal Tempo. Atmung schön tief durch die Nase ein, durch den Mund aus. Community, guten Morgen wieder. Wirklich ist es schon wach? Rücken runter, nein, auf. Oh, oh. Dann merke ich auch meine eigenen Workouts. Du hast dich mit selber schuld, wenn du so böses Ding mit uns machst. Nein, Lovey Exercises. Aufrollen, Hip Touches. Und ich drehe fast mich von einer Seite zur anderen Seite. Atme tief durch die Nase ein, durch den Mund raus. Weit nach oben, streck dich weit nach oben. Schulter frei machen, Brust weit anheben. Das ist dein Ziel. Hat der Froni gesagt, guten Morgen, jawohl, guten Morgen, ihr Lieben. Das sind die Girly Birdies. Das ist das Tolle an der Community. Wer ist zum Tod? Vielleicht mache ich so ein bisschen laufen, dann können wir jetzt genau schlafen. Zieh die Knie hoch, bitte. Zack, zack, zack. Halte Schulter kurz und knackig. Das ist dein Intervall heute Morgen. Durchschnaufen. 10, 4, 3. Einatmen. Zieh dich hoch. Mach den Rücken ganz hoch. Öffne die Arme. Zieh dich nochmal. Einatmen. Ausatmen. Einatmen und zieh. Noch zweimal, streck dich hoch. Yes. Habt ihr euch schon geschrieben, es war Musik? Nehmt Hose rein, okay? Ja? Yeah. Schön, ihr Lieben. Beide auch schön, oder locker am Platz bewegen. Sisters, Handgelenke ein bisschen durch bewegen, auf die ersten Push-ups. Einfach während ich die Übungen erkläre, ja? Erste Übung. Übung 1, Übung 2, rechtes Bein hoch, rechte Push-Up, Spider-Man, Bein nach vorn, oder irgendein anderer Push-Up. Übung 2, Übung 3, schau mal, rechtes Bein nach vorn, ich mach es daran zeitlich. Und ganz am Ende, tief in die Beuge, Rumpel runter, und so
du kannst die Arme nach oben. Das ist die sogenannte Holding Pose. Ja? Das sind deine vier Exercises. Eine Minute, zweimal 45, einmal 30. Mein Freund, der Bauch ist dabei. Wenn ich so lange Intervalle habe, kann ich die wunderbar nutzen. Ready? Auf geht's. Es geht. One, two, down, up, up. One, two, down, up, up. One, two, down, up, up. Come here, see. Wake up, wake up. Go. Nicole ist auch wieder dabei. Super. Schön, dass ihr uns auch immer schreibt. Dann wissen wir, dass unsere Pläne aufgehen, dass wir so früh für euch da sind. Und ihr dann mit uns auch gleichzeitig eure Workouts macht. Das ist super. Wir nähern uns der 45 Sekunden Marke. Deine Bewegung. Auf geht's. Jetzt. Hopp. Hopp. Genau noch eine Minute. Also insgesamt eine Minute, sorry. Nicht noch eine Minute, oh mein Gott. Gleich in die Pause. Nach unten. Handgelenke ist jetzt vorbereitet. Komm tief. Schön an der Kamera zuhören. Vorbereitet. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Rechtes Bein hoch. Alternativ kannst du das linke Knie auf den Boden bringen. Ja? Schieb dich hoch. Es sind nur 45 Sekunden Freikörper. Alternativ für die Beine nach oben. Spider-Man auf den rechten Ellenbogen nach vorne gezogen. Ja? Genau noch 10 Sekunden. Und dann kommt der Hot Potato. Ebenso rechtes Bein, wichtig. Nicht Bogen und die Beine wechseln. Sehr alles. Bremse. Rechtes Bein. Und jetzt wird die Trainerkollegen denken, suchen, da musst du aber das linke Bein nehmen. Ich nehme mich seitlich und kann das rechte Bein nehmen. Ready, go. Das ist der sogenannte Hot Potato. Die heiße Herdplatte. Nur aus Struggle dabei. Kleine Bewegung. Dein Blick lang stolz, geradeaus, 30 Sekunden. Immerhin kriegst du nach jedem kleinen Intervall warten. Kurz 15 Sekunden noch zum Schnaufen. Ja? Weiter. Come on. Und vielleicht merkst du schon gestern, keine Weile etwas. Ja, ist halt so. Wenn man trainiert, reagiert der Körper. Letzte 8, 7, 6. Schön tief schnaufen. Letzte 5. Durchhalten. Ah, ich weiß, es wird schwer. Monika, ja. Und zusammen mit Doppelhänden. Bremse leid. Meine Nachwuchstrainerin. Nur ein Hand mehr. Tief Kniebeuge, schön tief, Arme hoch. Ready? Halte! Und für Hands up. Und so tief wie kannst. Und dabei relativ entspannt reinschauen. Höher, tiefer. So, 10 Sekunden noch für dich. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, erste Runde im Kasten. Yes. Beine schön locker. Nachdem ich Sama an einem Musikblick und es machen musste, geht alles ohne Gespräch noch nicht mit uns. In Übung 1. Sehen wir sie in der Ah, das
Füße in die Höhe, ihr Lieben. Wir treffen uns unten. 45 Sekunden. Hopp, hopp. Auf geht's. Machen wir eine Sache.
richtiges Ding. Und dafür schön. Und hier, ja, 10 Sekunden noch. Ja, für die, die das erste Mal dabei sind, die Klugschiss sind vor der Kamera, die gibt es immer automatisch. Irgendwann gibt es einen Tag, das sehe ich euch live, und da will ich perfekte Technik sehen. Perfekt, perfekt. Ab nach unten. Linkes Bein hoch, Push-up links, ja. Handgelenke bis in die Hüfte legen, ich nehme die Pfeife, weil du nicht nur die Kunden in meinen Accessoires. Thank you.
Schön deine Beine aus, ihr Lieben.
nicht, weil ich euch nicht mehr sehen kann, sondern weil ich den Beat wechsle. Ich sollte vielleicht mein Mikro kurz ausmachen. Da hört man meinen Schnauf nicht so. Hey, seid ihr wach? Alle da? Das war mein IntervallFIT'30 heute Morgen. Top, top, baby. Hüfte. So ein kurzes Ausregenerieren. Handgelenke, hier kann man so ein bisschen spielen. Auch kreisen. Schieb die Beine. Und wechsel nach hinten. Zieh die Hüfte nach vorne. Ich steig bloß bei der Länge auf. Komm zu mir nach vorne. Schieb die Arme, schieb den Po nach hinten. Und richte dich auf. Geh nochmal tief. Und komm hoch. Yes. Habt ihr uns geschrieben, wie es euch geht? Okay, ihr habt ja bewusst eine Viertelstunde Pause eingebaut. Das heißt, ihr könnt auch gerne nachkommentiert, wenn ihr an der Kaffeemaschine steht, einen Espresso euch holt. Zieh mit mir die Arme, bewusst zur Seite. Oh, on the radio. Sehr schön, bleib mal bei mir. Komm, mach den Rücken rund, richte dich auf. Mach den Rücken rund, richte dich auf. Super Team. Hier, innen rotiert, außen rotiert. Ganz gern aufrecht stehen. Und den Kopf einmal ein bisschen neigen. Von einer Seite zur anderen Seite. Und langsam geht die Sonne auf. Der Nebel geht langsam weg. Wenn ihr diese Videos später nachtut, ja? Nicht wundern, wenn ich von solchen Sachen rede, die natürlich morgens mir in den Kopf kommen. Wie der Nebel? Einatmen nach oben, ihr Lieben. Ausatmen, roll. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Einatmen. Und aus. Ah, das ist ein super schönes, das ist ein super schöner Kommentar. Wach und keine kalten Füße mehr. Ich vermute, es wurde von einer Frau geschrieben. Ich schaue später, weil ich bin auch so ein Kandidat. Immer kalte Füße und kalte Händchen. Gut, und wieder habt ihr was aus meiner Privatsammlung gehört, ihr Lieben. Einen schönen Tag für die, die jetzt weg sind. Der Rest kurz ein Espresso trinken, so wie ich auch. Und wir sehen uns in 15 Minuten für To Hell.